Hallo ihr Lieben, hier ist Tao Yoga Berlin. Heute mal ganz anders. Heute mal ein bisschen mehr ins Fitness. Tao Fitness. Ja, ich werde euch ein paar Übungen vorstellen. Die erste ist erstmal ein Warming-up, eine kleine Serie, 2, 3, 4 Übungen. Wir gehen dann über in ein kleines Rückentraining und am Ende, Teil 3, wird ein Bauchtraining sein. Ja, legt euch gern eine Lieblingsmusik auf, wie ihr wollt. Was wir dann brauchen, wäre hier noch ein kleiner Hocker oder auch hier später ein, vielleicht, dass ihr zu Hause ein Sofa habt oder ein Bett, wo ihr so ein bisschen etwas Stärke für euren Trizeps machen könnt. Ja, lasst uns beginnen. Als erstes mit dem kleinen Warming-up. Okay, das ist erstmal die Hampelmänner und Hampelfrauen. Mal schön atmen. Schließen, öffnen, schließen, öffnen. Könnt euch dabei auch mal drehen. Schließen, öffnen. Schließen, öffnen, schließen, öffnen. Und schön ausatmen. Einatmen. Den Kreislauf in Bewegung bringen. Bis wir wieder vorne angekommen sind. Sehr gut. Atem beruhigen. Dann gehen wir in ein tiefes Hocken, einen Deep Squat. Stellt euch so ein bisschen hüftbreit. Und wir gehen tief nach unten. Und gehen nach oben tief hoch. Arme sind praktisch gegengleich. Wenn du nach unten gehst, gehen die Arme nach oben. Versuch auch von der Seite, dass du nicht so ein Hohlkreuz machst, sondern deinen Rücken schön gerade hältst und tief in die Hocke sinkst. Sehr schön. Und immer mal lächeln. Sehr gut. Es geht wunderbar in die Oberschenkel und hält uns kräftig. Sehr schön. Und wieder ausatmen. Dann nehmt ihr euch für das nächste kleinen Step-Hocker und wir gehen abwechselnd auf den Hocker und mit den Füßen, wenn ihr das könnt, auch immer mal darauf achten, dass ihr abwechselt. Einmal links und rechts. Sehr gut. Links, rechts und jetzt rechts und jetzt links. Sehr gut. Rechts und links. Immer ein kleiner Zwischenschritt. Hoch, Zwischenschritt, hoch, Zwischenschritt, hoch und vielleicht mal ein bisschen schneller. Sehr gut. Den kleinen Hocker kannst du auch verwenden oder du gehst praktisch hier an das Bett. Können wir auch machen. Hier steht Miss Piggy. Das ist sozusagen Maskottchen für den kleinen inneren Schweinehund, den wir manchmal überwinden müssen. Okay, macht euch bereit und es geht tief hoch, tief und stützt dich richtig aus den Armen raus, hoch, tief, hoch. Versuche nicht so rein zu sinken, sondern dich wirklich kraftvoll hochdrücken, Schultern geradeln und ein Lächeln auf dem Gesicht, dann geht das schon ganz viel besser. Jeden Tag ein paar Minuten und du wirst sehen, dass sich schnell Erfolge einstellen. Die Beständigkeit führt zum Ziel. Sehr gut. Tief, hoch und ich hoffe, du spürst schon ein kleines Brennen in deinen Trizeps.
Ja, sehr schön. Lockern wieder auf. Sehr gut. Und jetzt gehen wir in die High Knees, die hohen Knie. Erstmal schön laufen. Und dann mit der Zeit wirst du immer schneller. Und ziehst jetzt mal richtig deine Knie hoch. Sehr gut. Und lässt es langsam wieder ausklingen. Kleines Intervall, trippelst auf der Stelle und lässt die Knie noch mal schön hochkommen. Ja, sehr gut. Und noch schneller. Durchhalten, durchhalten, durchhalten. Und langsam wieder lösen. Schön atmen. Ist echt anstrengend. Machen einen dritten Durchlauf. Steigern nochmal und ziehen. Schön die Arme hoch. Ja. Und die Beine. Ellbogen gehen mit. Ganz schnell hochziehen. Durchhalten, durchhalten, durchhalten. Sehr gut. Und lösen. Alle sich beruhigen lassen. Wunderbar. Atmen nochmal tief ein und aus. Tief ein und aus. Sehr schön. Okay, ihr Lieben, jetzt geht es in die zweite Runde. Und zwar machen wir das Ganze erstmal auf dem Boden. Ich zeige es euch hier rüber. Wir beginnen erstmal mit einem kleinen Plank. Das heißt, lange Variante. Ihr streckt mal, das gibt eine schöne Ganzkörperspannung den ganzen Körper durch. Legt eure Fersen aneinander. Und können das Ganze jetzt mal auf dem Unterarmstand machen. Ihr könnt auch die Hände hier zusammenbringen, falten. Und ein ganz kleines Wippen. Lasst den Bauch nicht durchhängen, sondern gut den Po anspannen und auch den Bauch einziehen. Schön kräftig halten. Alles eine Linie. Und halten. Ganz kräftig halten, halten, halten. Sehr, sehr gut. Die Plank-Position gerade wie ein Brett. Sehr gut. Und nochmal. 5, 4, 3, 2, 1 und entspannen. Gut. Kleinen Moment sich so in die Ausgleich. Stellung begeben. Und dann gehen wir in Dog und Bird, ziehen uns auseinander. Dabei geht ein Arm nach vorne und gegenüberliegend der andere nach hinten. Es geht lang und ran. Versucht mal dabei auch den Rücken jetzt nicht ganz rund zu machen, sondern eher gerade. Ranziehen vor, ranziehen vor. Ranziehen vor, macht das Ganze hier achtmal. Sie richtig schön ins Schwitzen kommen, schön atmen. Wenn ihr zu Hause seid, Fenster auf, das tut gut. Und lösen zur anderen Seite. Arm ist lang, jetzt bin ich beim linken Arm, rechtes Bein raus, ziehe ran. Ellbogen und Knie und strecke. Ran, vor, ran. Sehr gut. Immer im Wechsel. Mach es gerne achtmal. Vorziehen. Vor und lang. Ran. Vor und lang. Vor und lang. Sehr gut. Wechsel noch einmal die Seite. Und halte diese Position auf 3 und einmal ganz fest zusammen rund und nochmal lang ausstrecken.
Schön lang, Bein hoch, Arm lang raus neben das Ohr und nochmal schön ausatmen. Und lösen die andere Seite. Ich hoffe, ihr kommt auch schon ins Schwitzen. Schön lang rausziehen, halten, halten, halten. Und ranziehen. Halten, halten, halten. Und nochmal schön lang ziehen, 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 ziehen. Und ranziehen, halten, halten, halten. Sehr gut. Okay, jetzt kommt der Schneeengel. Ganz wunderbar auf den Bauch. Sehr gut für den Rücken. Das heißt, Arme sind lang und wenn du nach unten kommst, gehen die Beine auseinander und die Hände an die Oberschenkel. Einschließen, aus. Ein, aus. Ein. Versuch dabei den Kopf. Schön, Blick geht nach unten. Zieh richtig schön auseinander, schließe, öffne wie ein Schneeengel. Lösen. Dann nehmen wir die Seitspannung dazu, die Plank jetzt aber auf der Seite machen wir. Die Einsteigerposition auf den Unterarm. Hebt eure Beine hoch, das Becken und den Arm. Und das ist eine Halteposition, wo ihr ein bisschen hier nachhelfen könnt, dass das Becken nach oben kommt. Hochziehen, 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 hochziehen. Schön atmen. Spürt ihr schon, dass es ein bisschen brennt? Sehr gut, die Seiten werden aktiviert und lösen. Gleich zur anderen Seite. Einsteigerposition ist immer eher auf dem Unterarm. Und schön in einer Linie bleiben. Hochziehen, 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 hochziehen. Ganz toll, ganz nach oben kommen. Halten, 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 halten. Richtig Spannung spüren durch die ganze Flanke, die ganze Seite und lösen. Sehr gut. Dann kommt noch mal für den Rücken das Liften hier des Beckens, Hip Lift. Leg deine Hände hier seitlich dran, erstmal neben dich in Verlängerung. Deine Knie sollten ungefähr so wie einen kleinen Ball in der Mitte halten können. Leg dich nach unten und hebe dein Becken hoch. Spanne schön an und lass es bewusst wieder absinken. Spüre so die ganzen Wirbel nach unten, bis die Wirbelsäule unten wieder auflegt und dann langsam nach oben hochziehen. Halte oben einen Moment, halten, halten, halten. Und wieder abrollen. Atme ein, heb dich hoch, halte die Spannung, halten, halten, halten und langsam wieder abrollen, tief. Und noch einmal nach oben hochziehen, hoch, 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 halten, halten. Ein letztes Mal abrollen, schön langsam, Wirbel für Wirbel. Sehr gut. Und dann schließen wir als letztes ein Hip Raising an. Du nimmst dabei aber auch die Beine dazu, angewinkelt leicht das Bein und schiebst dich hoch, schiebst das Bein hoch und dein Becken noch ein bisschen strecken, strecken, tief, strecken, tief, strecken. Halte dich richtig gut fest hier auf deiner Standseite, auf deinem Standbein, löse. Und die andere Seite. Schön oben bleiben und nicht so hier unten runter. Schieb dich hoch mit dem Po. Das stärkt hier deinen unteren Rücken. Schieb dich hoch, tief. Streck dein Bein Richtung Decke, als wenn du die Decke ein bisschen wegschiebst. Sehr gut. Und auf und ab. Und
Noch zwei und auf, ab, auf, ab und lösen. Und einfach mal zum Ausgleich nochmal schön beide Beine rannehmen. Und kommen dann zu unserer dritten Runde. Okay, dritte Runde ist sehr gut für unseren Bauch. Vorderseite wird jetzt gekräftigt. Die erste Übung heißt die Boxbanane. Okay, nimm einfach hier Platz unten und du bist wie in einer kleinen Box. Okay, und streckst dich. Kleine Box und streckst dich. Kleine Box und streckst dich. Kannst die Arme auch mal hinter den Kopf nehmen. Streckst dich. Wie in einem Box. Tief und ganz lang. Ranziehen und ganz lang. Achte drauf, dass du deinen Rücken, deine Lende schön am Boden hast. Tief ran. Tief ran. Tief, dein Kopf bleibt oben. Wunderbare Boxbanane. Vier noch. Eins und zwei und drei und vier und fünf. Sehr gut. Und lösen. Entspannen. Sehr gut. Okay, als nächstes kommt unser Russian Twist. Der sieht so aus, dass wir die untere Seite hier, die werden die seitlichen Bauchmuskeln auch mitgenommen. Du gehst auf zur einen Seite und gehst zur anderen Seite. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Sehr gut. Dann kleines Päuschen, Bauch mal ausklopfen und dich nach vorne. Jetzt kommen die seitlichen Crunches. Das heißt, du hebst deine Beine an hier, das sind 90 Grad, und gehst mal nach oben. Wenn das ganz gut klappt, reise auch nicht an deinen Kopf, sondern hier links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und jetzt halte mal. Zweimal mit nachziehen. Sehr gut. Und lächeln nicht vergessen. Jawohl. Und zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Sehr gut, geschafft. Löse mal deinen Kopf. Kleine Pause, roll dich auf deinem Rücken. Und als nächstes versuchen wir mal, unsere Zehen zu berühren. Das heißt, Arme sind nach oben und wir versuchen uns nach oben zu pushen. Und du wirst es spüren, dein Bauch wird sich schon melden. Schön nach oben gehen und eins, zwei, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut gemacht, sehr gut. Kleine Pause auch für den Nacken. Kleines Ausrollen. Und wir bleiben beim Bauch. Wir machen nochmal die Hip Raises, aber jetzt schön hoch wie in eine Kerze. Das heißt, Arme sind unten, Kopf bleibt die ganze Zeit unten. Du hebst dich hoch und hier, wenn du wieder bis in die Waagerechte hier kommst, schön Kopf liegen lassen und den Rücken schön am Boden. Auf und ab. Auf und ab. Hip Raises, sehr gut. Hip Raises, sehr gut. Auf, ab. Zwei, ab. Drei, ab. Vier, ab. Fünf, ab. Sechs, ab. Sieben, ab. Letzte Mal. Sehr gut. Und wieder ein kleines bisschen lösen.
Wunderbar. Jetzt gehen wir in das seitliche Ziehen. Da wirst du auch hier schön spüren, dass nochmal deine seitliche Bauchmuskulatur aktiviert wird. Dabei ist der Nacken auch oben. Es kräftigt auch deine Halsmuskulatur. Und du ziehst hier runter. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Jawohl, Schulter bleiben oben. Sehr gut. Und vier noch. Eins und zwei und drei und vier. Bravo! Jetzt drehen wir uns nochmal ins seitliche Klappmesser. Mal schauen, ob das klappt. Du legst dich auf die Seite und versuchst hier wirklich wie nach oben zusammen zu klappen. Klapp und klapp und klapp und klapp. Sehr gut, schön tief atmen. Und es wäre wunderbar, wenn wir richtig schön ins Schwitzen kommen. Sehr gut, sehr gut. Und das Ganze auf der anderen Seite. Das klappt bestimmt. Sehr schön, nochmal schön lang ausstrecken. Ganz toll. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Halte mal. Sehr wunderbar. Sehr gut. Zwei noch. Das ist erst nochmal die Plank-Position. Die haben wir vorhin schon gehabt. Plank. Da waren wir hier unten gewesen. Dieses Mal ist es so, dass wir die Seiten dazu nehmen. Und schön lang halten. Streck deine Beine durch. Füße berühren unten den Boden. Und du gehst abwechselnd. Eins, halt dich schön hoch. Lass dein Becken nicht hier unten bleiben. Zieh dich hoch. Mitte. Hoch. Mitte. Bauch anspannen. Hoch. Mitte. Hoch und zwei noch. Jede Seite. Wunderbar. Hoch, Mitte, hoch, Mitte. Und das Lächeln nicht vergessen. Gleich haben wir es geschafft. Letzte Übung. Die Bananenwippe sieht so aus, dass wir uns so lang wie eine Banane machen. Schön die Gesamtgrundspannung halten. Und wie eine Banane wippen. Bananenschiffchen. Eins, zwei, drei, vier. Sehr gut. Kannst auch mal versuchen, die Arme nach hinten zu halten. Und wippe als Abschluss. Schwer. Nochmal alles geben. Oder Arme nach vorne, Bananenwippe. Und wenn es gar nicht geht, so gut. Dann zieh die Beine an und wippe einfach in einer kleinen Banane. Sehr wunderbar. Habt ihr gut geschafft und ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit einer guten Gesamtspannung.